Noch auf ein Bier? Nicht. Oder schick essen? Pille vergessen. Nicht. Doch. Simsalabim. Kind Nummer 4. Nicht zu glauben, Schatz, das ist ja herrlich. Neue Kutsche? Nicht. Neue Rutsche? Nicht. Neue Räume? Nicht. Ich träume? Nicht. Doch. Mach ich einfach? Nicht. Brauch ich aber? Entscheiden ist einfach. Nicht. Doch. Weil die Sparkasse verantwortungsvoll mit einem Kredit helfen kann. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 23. April. Wir hoffen, Sie haben das schöne Wetter am Wochenende genossen und sind gut in die neue Woche gestartet. Wir legen jetzt auch gleich los mit ersten Kurzmeldungen. Bierbrauen ist in Teilen auch eine heiße Sache. Etwa 2 Monate dauert es, bis Bier fertig ist. In der Wittichenauer Brauerei wird dem Gerstensaft viel Zeit gegeben, erfuhren die Gäste beim Rundgang am Montag anlässlich des Tages des deutschen Bieres. Das wirkt sich positiv auf die Qualität aus, die wiederum bekommen die Wittichenauer Bierspezialisten immer wieder bestätigt. Nicht nur von unabhängigen Prüfern, nein auch von den vielen einheimischen Konsumenten. Über 1,5 Millionen Liter werden immerhin jährlich bei Glabs in Wittichenau gebraut. Einen schweren Unfall gab es am Sonntagmorgen auf der Nieskier Straße in Hoyerswerda. Ein 20-Jähriger war in Richtung Gloser unterwegs, als ihm ein dunkles Fahrzeug, möglicherweise ein Audi, auf seiner Spur entgegenkam. Der junge Mann verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, überschlug sich und kam erst in einer Gartenanlage zum Stillstand. Dabei wurden mehrere Zäune, 3 Lauben sowie die Trinkwasserleitung des Gartenvereins beschädigt. Der Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 90.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Das Hoyerswerda-Revier ist telefonisch unter 4650 erreichbar. Bautzen hat auf dem Weg zur essbaren Stadt den ersten Schritt getan. Mitglieder der Initiative Die Stadtbegrüner gestalteten am vergangenen Sonnabend eine Rasenfläche vor der Michaelskirche zum Kräuter- und Beerenstrauchbeet um. Die Stadt unterstützt die Initiative im Rahmen des sogenannten Bürgerhaushalts mit 2000 Euro und mit Material. In der Folgezeit sollen im Zusammenwirken mit Anwohnern noch weitere Flächen im Stadtgebiet essbar gestaltet werden. Auch in einigen der städtischen Schmuckbeete könnten künftig statt Stiefmütterchen und Primeln Schnittlauch oder Radieschen wachsen. Die Bepflanzung erfolgte unter Anleitung des Nebelschützer Permakulturexperten Thomas Noack. Bei der Permakultur handelt es sich um eine Anbauart, die die natürlichen Gegebenheiten bestmöglichst ausnutzt und den Pflanzen nur wenige Wuchshilfen gewährt. Sie sollen dadurch besonders widerstandsfähig werden. Am Montag ist an der B97 bei Königsbrück eine Mautsäule aufgestellt worden. Die 4 Meter hohen blauen Kontrollsäulen sind Teil der technischen Vorbereitung des Systems zur Ausweitung der Lkw-Maut auf die Bundesstraßen zum 1. Juli, informiert Betreiber Tollcollect. Rund 600 Kontrollsäulen werden bundesweit überprüfen, ob vorbeifahrende Fahrzeuge mautpflichtig sind und die Gebühr ordnungsgemäß entrichten. Im Landkreis Bautzen ist noch eine weitere an der B96 bei Neschwitz vorgesehen. Hoyerswerda hat im ersten Quartal wieder Einwohner verloren. Im Vergleich zum Dezember sind zum 31. März 64 weniger registriert. Schuld daran ist das Defizit zwischen Geburten und Sterbefällen. 45 Kinder wurden im ersten Quartal geboren, demgegenüber stehen allerdings 165 Verstorbene. Bei den Zu- und Wegzügen konnte die Stadt von Januar bis März sogar ein Plus von 94 verbuchen. Aktuell leben 33.435 Einwohner in Hoyerswerda und den Ortsteilen. Steigender Arzneimittelkonsum belastet die Gewässer. Nicht erst mit dem Pfund
multiresistenter Keime. In Niedersachsen steht das Thema Arzneimittelreststoffe auf der politischen und gesellschaftlichen Agenda. Auch in Sachsen wurden Rückstände nachgewiesen. Klar ist heute Umdenken und Gegensteuern gefragt. Gespannt lauschten über 100 Ärzte, Apotheker, Pharmavertreter und Krankenversicherer dem Vortrag von Dr. Michael Albrecht. Der medizinische Vorstand des Universitätsklinikums Dresden war einer der Gastredner eines Dialogforums, welches am Montag im Klärwerk Dresden-Kaditz stattfand. Der 68-Jährige ist sich sicher, dass sich der Arzneimittelkonsum revolutionieren muss, und zwar durch einen intelligenten Umgang mit den Substanzen. Ja, wir als Ärzte sind ja eigentlich die, die am Ende die Medikamente zum Patienten bringen, indem wir die Indikation stellen und ein Rezept ausstellen. So. Und da finde ich es angemessen, dass man sich jedes Mal kritisch fragt, ist denn das notwendig, diese Art von Medikament und die Menge? Und das nennen wir einfach dann intelligent, diesen Umgang. Das heißt, man sollte so wenig wie möglich und die individuell richtige Substanz auswählen. Bereits der Konsum von Nasenspray sollte bedacht werden, denn nicht jeder Sprühstoß ist zwingend notwendig und lindert die Beschwerden oft nur kurzzeitig. Dafür gelangen Rückstände des Nasensprays nach dem Toilettengang in Abwasser. Und auch andere Medikamente, die abgelaufen oder nicht mehr verwendet werden, finden öfters den Weg in die Kanalisation. Hier setzt das Dialogforum an und setzt Denkanstöße. Um die Masse an Medikamenten einzudämmen, sollen Ärzte künftig besser beraten und dabei den Blick auf die Vergangenheit der Patienten richten. Das ermöglicht einen sparsamen, aber dennoch effektiven Einsatz der Arznei. Ja, die Beratung, das ist genau das Gleiche wie in einer öffentlichen Apotheke, wie man sich das dort vorstellt oder vielleicht auch schon erfahren hat. Wenn man im Prinzip seine Arzneimittel bekommt, entsprechend beraten wird. So ist es dann auch im Krankenhaus, plus dass man dort die Kommunikation mit den Ärzten und mit der Pflege direkt sucht und sich über die eingesetzten Arzneimittel entsprechend gegenseitig, ich sag mal, berät und ja, wichtige Informationen seitens der Pflege, seitens der Ärzte mit aufnimmt und dann eben auch Empfehlungen gibt an die Ärzte von Apothekerseite. Dennoch sollte man diese Entscheidung nur mit Fachpersonal gemeinsam treffen. Fakt ist jedoch, der Arzneimittelkonsum muss wieder abnehmen. Das würde auch die Entsorger freuen. Grund zur Panik sehe ich gar nicht. Also ich denke, wir haben eine sehr, sehr gute Wasserqualität in Deutschland, auch eine enorme Leistung der Kläranlagen, wenn man sieht, wie die Flüsse heute aussehen im Vergleich dann beispielsweise wie vor 30 Jahren. Ja, da war die Elbe mehr oder weniger ein totes Gewässer, also kaum Fische vorzufinden. Das Dialogforum zeigte, die Branche steht noch ganz am Anfang einer großen Herausforderung. Diese gilt es durch Forschung und Entwicklung, sachgerechte Entsorgung und einen veränderten Umgang mit Medikamenten zu bewältigen. Und wir schauen gleich ins Hoyerswerda Schloss. Anne-Kathrin Trojan und Heidelinde Störmer von der Hoyerswerda Stadtbibliothek haben hier recherchiert. Wofür? Bleiben Sie dran. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose.
Liebe Zuschauer, wir hatten es ja bereits schon einmal angekündigt. Am 12. Mai findet in der Hoyerswerda Stadtbibliothek ein Quizduell statt. Warum ich mich dazu bereit erklärt habe, weiß ich immer noch nicht genau, aber drei Kollegen von den Zeitungen machen ebenfalls mit. Die beiden Moderatoren, Anne-Kathrin Trojan und Heidelinde Störmer, sind zurzeit im historischen Archiv der Stadt und suchen nach Fragen. Nun ist für mich natürlich die erste Frage, müssen wir jetzt eigentlich die Fränzische Chronik auswendig lernen? Muss nicht, kann gerne sein. Wir konzentrieren uns mehr auf Fragen, die ein bisschen skurril sind, ein bisschen, also nicht so schulisch abgefragt werden mit Statistiken und Zahlen. Es soll wirklich was sein, wo kein Wissen da ist, sondern mehr so was Hintergründiges, Lustiges. Solche Fragen werden gestellt. Es ist schwierig zu begreifen und wahrscheinlich auch schwierig zu beantworten für Sie und Ihre drei Mitduellantinnen. Ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Es soll ja auch für die Zuschauer durchaus einen Unterhaltungswert haben. Was kann man sich dann so in etwa vorstellen? Ja, deswegen sind wir ja heute hier im Archiv auf der Suche nach irgendwelchen interessanten Fakten. Und da habe ich zum Beispiel in der Hoyerswerderer Volksstimme von 61 Volksfeind Nummer 1 gefunden. Wer könnte das gewesen sein? Das wäre eine Frage, die wir unseren Quizduell-Teilnehmern stellen könnten. Und dann müssten wir vier Möglichkeiten zur Auswahl bieten. Ich kann es jetzt mal verraten. Die Frage werden wir natürlich nicht nehmen. Es war der Kartoffelkäfer, der in dem Jahr Volksfeind Nummer 1 war und damit auf Seite 1 gelandet ist. Das wäre doch schon mal eine schöne Frage. Es ist so, dass die Zuschauer nicht nur zuschauen können, sondern auch im Vorfeld gefragt sind, nämlich sich selbst mit Fragen zu beteiligen. So sieht's aus. Die dürfen uns gern ganz skurrile Fragen zuschicken. Wir bewerten dann, welche davon am schönsten ist und welche an diesem Abend gestellt wird. Was bekommt der dann sozusagen die Hammerfrage hat? Im Endeffekt erstmal einen freien Eintritt für diese Veranstaltung, denn die wird ja kostenpflichtig sein. 1,50 Euro für die Leser von uns und für die, die keinen Leserausweis bei uns haben, 3 Euro. Also einen freien Eintritt und natürlich einen fantastischen, humorvollen, unterhaltsamen Abend. Die Zuschauer, die vor Ort sind, da kommt der eine oder andere vielleicht auch noch ins Spiel. Es wird natürlich alles rund um Hoyerswerda gehen in diesen Fragen. Und es sind ja hoffentlich Hoyerswerda, die da sitzen. Und die können sich natürlich als Joker, so wie es im Fernsehen üblich ist, auch bei der Beantwortung der Fragen beteiligen, indem sie dann sagen, hier, ich weiß es ganz genau, wenn Sie es nicht wissen oder Ihre Konkurrenten oder beziehungsweise an der Zuschauerabstimmung teilnehmen dürfen, ist denn nun Antwort A, B, C oder D richtig? Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, es wird wahrscheinlich spannend und lustig, also am 12. Mai in der Stadtbibliothek. Und damit willkommen zurück. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Bei uns gibt es jetzt noch einmal Meldungen, kurz und kompakt zusammengefasst. Die sogenannten Bürgerhäuser auf der inneren Lauenstraße in Bautzen gelten mittlerweile als akut einsturzgefährdet. Dies geht aus der jährlich vom Städtischen Bauverwaltungsamt für den Stadtrat erstellten Liste der bedrohten Gebäude hervor. Während die Hinterhäuser im vergangenen Jahr abgerissen worden waren, hat sich in der Zwischenzeit der Zustand der hinter einer Werbeplane versteckten Haupthäuser erheblich verschlechtert. Um die Häuser schwelt seit mehr als 10 Jahren ein Rechtsstreit zwischen Eigentümer, Architekt und Baufirma. Weitere Häuser auf der roten Liste sind unter anderem die Goschwitzstraße 3 und Kirchplatz 1, die beide erhebliche Schäden an Dach und Wänden aufweisen. Ebenfalls als unsicher gilt die seit 2006 bestehende, durch Strebepfeiler abgestützte Baulücke auf der Wendischen Straße. Ein besonderes Sorgenkind bildet der Straßenzug Gräberstraße unterm Schloss, wo insgesamt 5 Gebäude auf der Liste stehen. Einziges Objekt im unmittelbaren Altstadtbereich ist das Haus Burglehn 15. Die IG Kinderferien aus Hoyerswerda ist jetzt ausgezeichnet worden. Beim Wettbewerb Verein des Jahres der Ostsächsischen Sparkasse Dresden habe man einen 2. Platz in der Kategorie Soziales erreicht, informiert der Verein. Dies sei eine wundervolle Anerkennung der jahrelangen und ehrenamtlichen Tätigkeit aller Vereinsmitglieder, Freunde, Betreuer und Unterstützer. Die Auszeichnung ist mit 2000 Euro dotiert. Die IG Kinderferien organisiert seit 1991 Ferienlager und beteiligt sich an Veranstaltungen in der Stadt. Die Gefahr eines Unfalls mit einem Reh ist derzeit besonders hoch, teilt der Deutsche Jagdverband mit. Nicht nur die Futtersuche, sondern auch Revierkämpfe sorgen für einen erhöhten Wechsel. Die männlichen Tiere stecken jetzt ihre Territorien neu ab. Kommt dem Platzbock ein Jüngling ins Gehege, wird er vehement verjagt. Dabei geht es auch blindlings über Straßen.
85% aller Wildunfälle in Deutschland werden mit einem Reh registriert. Auch im Revierbereich Hoyerswerda steht es auf Platz 1. 40 von insgesamt 71 Crashs mit Wildtieren wurden 2016 mit Rehen verzeichnet. Fast 68 Millionen Euro spürten die sächsischen Steuerfahnder im vergangenen Jahr auf. Am Montag wurden die Arbeitsergebnisse von Finanzminister Matthias Haß vorgestellt und gewürdigt. 20 Millionen Euro wurden in Dresden sichergestellt, doch mit 31 Millionen Euro liegt Leipzig deutlich auf Platz 1 bei den Steuerhinterziehungen in Sachsen. So eine richtige 1-zu-1-Ursache gibt es nicht. Es ist so, dass die Wirtschaftskraft hier schon recht bedeutsam ist in Leipzig und auch hier ja doch viele unterwegs sind, nicht nur im regulären Handel, sondern auch irregulär. Mehr als 1200 Mal wurden im Jahr 2017 in ganz Sachsen Betriebe und Personen unter die Lupe genommen. Durch Anzeigen, Finanzämter oder die Polizei wird die sogenannte Steuerkripo auf zahlreiche Fälle aufmerksam. Also es ist ganz auf der einen Seite ganz erstaunlich, wie viele Anzeigen hier angehen. Also das ist ein Drittel, naja, das ist nicht ganz, macht an anonymen und direkten Anzeigen an. Dann gibt es Aufgriffe von unserem Innendienst oder auch von unserer Betriebsprüfung. Wenn die feststellt vor Ort, oh, hier scheint was nicht ganz koscher zu laufen, dann gibt es eine Verständigung der Steuerfahndung. Das ist ein Riesenpotenzial durch das Finanzamt selber, die Aufgriffe. Insgesamt 72 Jahre Freiheitsstrafe wurden aufgrund von Steuerfahndern verhängt. In 56% der Fälle ist die nicht gezahlte Umsatzsteuer der Grund für eine Strafe. Der Hoyerswerder Stadtrat kommt am Dienstag zu seiner turnusmäßigen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Bericht zum City-Management in der Altstadt. Der geplante Vortrag der Deutschen Bahn zur Niederschlesischen Magistrale entfällt wegen Krankheit. Mit zwei Beschlüssen werden zudem die Weichen für eine Neubebauung von Abrissflächen im WK5 gelegt. Ebenfalls um Bebauung geht es im Ortsteil Knappenrode. Hier soll der Plan dahingehend geändert werden, dass entlang der Thälmannstraße in Richtung Energiefabrik Eigenheime entstehen können. Die Sitzung im neuen Rathaus beginnt um 17 Uhr mit einer Einwohnerfragestunde. Der Stadtrat tagt ebenfalls am Dienstag in Bischofswerda. Hier wird der neue Leiter des Bauhofes vorgestellt. Weiterhin geht es um Grundsatzbeschlüsse zur Modernisierung des Stadions, des Kaufes eines neuen Feuerwehrfahrzeuges sowie dem Projekt Waldbühne der Spielgemeinschaft Golkomitic. Auch hier startet die Sitzung mit einer Fragestunde für Einwohner, allerdings erst um 18.45 Uhr. Die AOK Plus startet am 2. Mai wieder ihr Projekt mit dem Rat zur Arbeit. Bis Ende August sind alle aufgerufen, mindestens 20 Tage statt dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmittel den Drahtesel zu nutzen. Zu gewinnen gibt es zahlreiche Preise. Hauptgewinn ist eine Ballonfahrt. Mehr Infos und die Teilnahmeunterlagen gibt es unter www.mdrza.de. Wer sich hier bereits im Vorjahr angemeldet hat, muss sich nicht erneut registrieren lassen. Im vergangenen Jahr haben sich fast 14.000 Menschen an der Aktion beteiligt. Die Sportergebnisse vom Wochenende gibt es nach einer kurzen Unterbrechung. Bleiben Sie dran. Ihr Foto im Elsterwelle Fernsehen. Das geht ganz einfach. Eine Aufnahme, die Sie mit anderen teilen wollen, können Sie uns einfach als Wetterbild des Tages mit einer kurzen Beschreibung via E-Mail an info@elsterwelle.de zusenden. Die Standardauflösung gängiger Fotoapparate reicht. Bei Handyaufnahmen bitte die HD-Qualität wählen. Und damit Sie den Fernseher nicht drehen müssen, bitte aufs Querformat achten. Wir freuen uns auf Ihre Zusendung. Mit einem 25:22 Sieg gegen die SG Kurort Harter beendete der LHV Hoyerswerda am Sonntag die Saison in der Sachsenliga. Mein Kollege Lars-Henrik Wacker begleitete die Handballer und blickte auch hinter die Kulissen. Es ist 16 Uhr. Die Mannschaft des LHV Hoyerswerda macht sich warm für den Saisonabschluss gegen die SG Kurort Harter. Eine anstrengende Saison geht für die Jungs von Conny Böhme zu Ende. Mit vielen schönen Erinnerungen. Ja, Highlights gab's schon. Das war zum Beispiel das Spiel in Kamenz, wo wir richtig gut gespielt haben. Aber auch selbst die erste Halbzeit in Zwickau haben wir zwar verloren, aber richtig klasse gespielt.
Und im Allgemeinen, wie sich die Mannschaft, gerade die jugendlichen Spieler, entwickelt haben, das ist schon toll, muss ich sagen. Und auch das Zusammenwachsen mit den Fans, meine die LAV Einpeitscher jetzt, unsere Fanclub, das ist schon toll, was entstanden ist bis jetzt. Der Coach hat während der Spielzeit eine junge Mannschaft geformt, die Lust auf mehr macht. Und das sollten die Zusestädter auch gegen Kurort Harter zeigen. Der Übungsleiter machte seine Jungs heiß auf das Spiel. Konzentration auf den Punkt jetzt von allem. Ja, die Halle ist voll, es ist eine geile Stimmung jetzt draußen, aber trotzdem müssen wir jetzt fokussiert sein auf das Aufgabe immer stellen. Wir haben jetzt 60 Minuten Kampf vor uns, die wir uns nicht schenken hier. Ja, deswegen, jeder gibt dir 100%. Ja, da haben wir jetzt den Punkt. Auf geht's, Werder, komm! Auf! Wieso? Gut eingestimmt konnte die Mission Heimsieg losgehen. Dafür hatten sich die zahlreichen Fans in der Halle des BSZ Konrad Zuse eine Choreografie in den Farben der Hoyerswerda-Jungs einfallen lassen. Doch zu Beginn fand der LHV etwas schwer in die Partie rein, vergab Chancen und der Tabellenletzte aus Harter kam zu Torerfolgen. Mit Verlauf der Partie fanden die Grünhemden aber besser ins Spiel, standen in der Deckung sicher und konnten sich auf Torwartroutinier Henry Schacht verlassen. So ging es mit einer 12:8 Führung in die Pause. Sind alle halb so alt wie die und seid doppelt so schnell. Aber die sind eher hinten als wir, da kann man was nicht stimmen. Ja, also Tim, volle Kanne durch hier gelaufen an Kreis nach vorne. Der erste Halb, ob das ein Lukas oder Leon ist, je läuft hier ins Halbfeld ungefähr rein, wenn wir den Ball haben, kriegt hier den Ball und dann wirst du, dass Tobi hier schon steht vorne. Ja, das heißt, du spielst mit Tobi den Ball und der andere Halbe kommt sofort im Kreuz. Ja? In dem Fall Nils. Ja? Hat Lehrer verstanden? Du gehst aus der Abwehr, kommst du hier raus, Tobi ist hier vorne, ja, gibst einen Ball zu Tobi und Tobi geht hier, Nils kommt volle Kanne rum und geht voll auf die Abwehr drauf. Und du gehst steil mit Leon. Wir müssen halt Tempo machen. Lasst euch nicht einschläfern von denen, das Tempo anpassen. Dann spielen wir wieder die Karten. Wir wollen unser Spiel spielen und vorne eine Disziplin. Überzahl klappt jedes Mal, wir müssen den Ball noch nicht spielen, die Halben müssen mal werfen. Auf die Fans war in dieser Saison Verlass. Mannschaft und Coach sind von dem Rückhalt in der Stadt wirklich sehr angetan. Der Support ist für uns absolut wichtig. Ich meine, gerade bei so einer jungen Mannschaft ist es ganz wichtig, dass die Fans draußen uns unterstützen. Was hier jedes Mal abgeht mit der Choreografie, jetzt schon vom Einlauf, das ist schon fast Gänsehautatmosphäre, was wir da erleben. Und deswegen einige Punkte haben auch die Fans uns erarbeitet, definitiv. Getragen von der Stimmung ging bei den Hoyerswerda-Jungs im zweiten Abschnitt noch mehr. Angetrieben von den stärksten LHV-Werfern der Saison, Alexander Kanbeck und Tobias Sieber, übernahmen die Zusestädter das Spielgeschehen. Kurort Harter kam noch einmal etwas näher ran, doch zu spät. Am Ende siegte der LHV verdient mit 25:22 und ließ sich gebührend von den Zuschauern feiern. Auch Coach Conny Böhme zeigte sich erleichtert und weiß die Partie einzuordnen. Ja, am Ende haben wir gewonnen, das ist das Gute. Das Spiel war so ein bisschen das Spiegelbild der Saison gewesen. Wir schaffen es nicht so richtig, unsere Stärken immer abzurufen. Aber am Ende gewinnen wir die Spiele halt. Das ist das Entscheidende für die junge Truppe. Und darauf bin ich ganz stolz, dass wir gewonnen haben wieder. Ja, wir können absolut zufrieden sein. Ich denke, wir haben vor der Saison mit Michael Neimann den letzten, sag ich mal, Profi verabschiedet bei uns im Verein. Und am Ende hat man da gesehen gehabt, außer Alexander Kandik war die komplette A-Jugend auf dem Feld gewesen. Das sind eigentlich die Leute, die uns in Zukunft in unseren Farben grün und weiß vertreten werden. Und deswegen sind wir mit Platz 5 komplett zufrieden. Für seine Jungs heißt es jetzt erst einmal erholen, ehe die Vorbereitung auf die neue Saison losgeht. Ja, jetzt dürfen die Männer sich wirklich erstmal entspannen. Das heißt, wir legen jetzt den Handball in die Ecke, fangen bis an mit dem großen Ball zu spielen in der Halle. Haben sie auch alle viel Spaß dabei. Den Juli kriegen sie dann ganz trainingsfrei, das Urlaubszeiten. Ab Juli geht es dann wieder mit der neuen Vorbereitung los für die neue Saison. Auch wenn die neue Spielzeit noch in weiter Ferne ist, so beginnen die Planungen für die neue Saison. Den großen personalen Umbruch soll es dabei nicht geben. Stattdessen sollen die jungen Spieler weiterentwickelt werden. Ja, wir haben ja mit Tim Rösler heute einen Spieler verabschiedet, der uns leider verlassen hat als Jugendspieler. Neu hinzubekommen wir Florian Arendt, der hat auch schon bei uns damals die Nachwuchsabteilung durchlaufen. Kommt jetzt aus Cottbus zurück zu uns, wird uns auch richtig verstärken. Passt auch optimal in unser Konzept rein. Ansonsten wird der Kern der Mannschaft bestehen bleiben und sich weiterentwickeln. Doch bevor es in Hoyerswerda wieder um Tore und Punkte geht, hat auch das Spielgerät eine kleine Auszeit verdient. Und nun folgt noch der Kurzsport. In der Fußball-Oberliga spielte der Bischofswerdaer Fußballverein am Samstag 1:1 unentschieden gegen den FC Eilenburg. Vor heimischer Kulisse brachte Daniel Hensch die Schieböcker in der 56. Minute in Front. Doch nur zwei Minuten später sorgte Christoph Bartlog für den 1:1 Ausgleich.
Der BFV konnte sich vor allem bei seinem Torwart Dominik Reisig bedanken, der in beiden Hälften mit starken Paraden seine Mann im Spiel hielt. Bischofswerda bleibt weiter auf dem ersten Tabellenplatz und hat nun 11 Punkte Vorsprung auf den FC International Leipzig. Eine Heimniederlage gab es für den SV Einhard Kamenz. Gegen Union Sandersdorf unterlagen die Lessenstädter am Samstag mit 0:1. Das Siegtor der Gäste erzielte Mathis Böhler in der 62. Minute. Kamenz ist nun 15. der Tabelle und hat 8 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Der HVH Kamenz steigt als Tabellenneunter aus der Sachsenliga ab. Die Lessingstädter hatten am Wochenende spielfrei und mussten auf einen Ausrutscher der HSG Riesa Oschatz hoffen. Die taten jedoch den Kamenzer nicht den Gefallen und besiegten Leipzig Zwenkau mit 34:28. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Wohl zu den kleinsten Kapellen Sachsens gehört die in Hoske. Gebaut wurde sie 1898. Innen etwa 30 Quadratmeter groß mit 56 Sitzplätzen. An den Wänden befinden sich die Figuren des Papstes Urban mit der Papstkrone, des heiligen Nikolaus und des heiligen Bennos. Ein schmiedeeisernes Kreuz schmückt die Spitze des Turmes. Hoske hatte schon in früheren Zeiten eine kleine Kapelle, die sich unweit der Gaststätte zum Weißen Hirsch befand. Über sie gibt es jedoch keine Unterlagen mehr. Sie wurde nach der Fertigstellung der neuen abgerissen. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Der Nachbarschaftshilfeverein lädt am Dienstag unter anderem ab 9 Uhr zum Computerzirkel in das Plauderstübchen der AWO in der Münzerstraße in Hoyerswerda und ab 14 Uhr zu einem Spielenachmittag in der Begegnungsstätte Stell dich ein in der Einsteinstraße in Lauta ein. Die Verkehrswacht Hoyerswerda bietet am Dienstag von 14 bis 17 Uhr auf seinem Vereinsgelände in der Niederkirchner Straße 24 eine Fahrradkodierung an. Auch ein Seh- und Reaktionstest sowie Kleinstreparaturen am Fahrrad können genutzt werden. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda ist am Dienstag ab 14 Uhr die Holzwerkstatt geöffnet und es gibt Tipps rund um den Garten. Zum Gruppentag wird am Dienstag in das Jugendclubhaus Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda eingeladen. Ab 15 Uhr geht es um alte Spiele, die mal wieder ausprobiert werden sollen. Sport und Fitness stehen am Dienstag im Jugendhaus in Lauta am Lessingplatz im Programm. Treff ist um 16 Uhr. Auf der Kegelbahn des KSV 69 werden von Dienstag bis zum Freitag täglich ab 16 Uhr die offenen Stadtmeisterschaften im Kegeln ausgetragen. Und im Blow-Up-Kino der Kulturfabrik im Bürgerzentrum Braugasse 1 in Hoyerswerda läuft am Dienstag um 17 Uhr das Drama Das schweigende Klassenzimmer und um 20 Uhr die Komödie The Florida Project. In der Nacht zum Dienstag aufgelockert, teils gering bewölkt und trocken, Tiefstwerte 9 bis 6 Grad. Am Dienstag wechselnd bewölkt mit längeren freundlichen Phasen, meist bleibt es niederschlagsfrei bei 16 bis 20 Grad. Am Mittwoch stark bewölkt, es muss mit zeitweiligem Regen gerechnet werden. Am Donnerstag wechselhaft und recht windig mit Schauern, aber auch Sonne. Es wird etwas kühler. Und das war die Drehscheibe Lausitz vom Montag. Liebe Zuschauer, das gesamte Team wünscht Ihnen noch einen entspannten Abend. Bis morgen.